Die daedalischen Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Hallo, Nelly. Du scheinst dich über etwas zu freuen. Die daedalischen Schlüssel sind wieder da. Was für Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern, und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Vielleicht hast du mehr Glück. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. Warum beschwor Professor Mole fliegende Schlüssel? Ich habe gehört, dass sie damit Peeves von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Vielleicht werde ich das mal probieren. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Ich hoffe, du folgst wenigstens ein paar Schlüsseln. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Und die Uniform eines Historikers. Diese alten Schatzkarten sind großartig. Unsere Nachbarin kennt jemanden, der mit dem Archiv davon verwandt. Revelio. Ein daedalischer Schlüssel. Wohin der wohl führt? Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein?
ist es? Eine alte Münze? Vielleicht weiß Nelly mehr. Spielt es eine Rolle, wie jemand aus. Könntest du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Hallo Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine Art merkwürdige Marke. Sieht wie ein Gryffindor-Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet unsere Haustruhe. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in unserem Gemeinschaftsraum gesehen und in den anderen gibt es sie wohl auch. Such danach. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein. Ich sollte das erledigen und die Gryffindor-Haustruhe finden. Das ist meine Haustruhe. Ich muss nur die Marke einsetzen. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um die zu öffnen. Viel mehr, wie es aussieht. Ich würde lieber allein gehen. Auf einen Ball? Warum nicht? Ich finde sogar, sie sollten darauf bestehen, dass wir alleine gehen. Das wäre doch viel einfacher. Könnte ich dich einen Moment sprechen? Kann ich helfen? Ich glaube ja. Ich bin übrigens Sophronia und ich brauche Hilfe von jemandem aus der 5. Klasse.
Kennst du vielleicht Hera Deanna Byrne? Sag nichts. Natürlich nicht. Niemand außer mir scheint sie zu kennen. Sie ist ja nur die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Hat sogar kurz in Hogwarts unterrichtet. Interessant. Erstaunlich, dass ich noch nie von ihr gehört habe. Es ist eine Schande, dass sie nicht bekannter ist. In meiner knappen Freizeit lese ich oft über große Hexen. Und es gibt viele. Ich habe gelesen, dass sie hier in Hogwarts einen geheimen Depulso-Übungsraum errichtet hat. Aber raffiniert wie Hera Deanna eben war, kann man den Raum nicht betreten, ohne Depulso zu beherrschen. Was Drittklässler natürlich nicht lernen. Und du bist Drittklässlerin. Blitzmerkerin, hm? Ich habe gehört, dass sich ihr charakteristisches Gewand noch dort befindet. Ich würde es so gern sehen. Würdest du Hera Deannas Gewand besorgen und es mir zeigen? Was ist denn mit Hera Deanna Byrne passiert? Später unterrichtete sie in Hogwarts, aber nur für kurze Zeit. Offenbar gerade lang genug, um eine geheime Halle zu bauen. Dann verschwand sie eines Tages einfach. Manche sagen, sie hätte sich selbst verbannt, aber niemand weiß es sicher. Wie konnte Hera Deanna Byrne denn mit Depulso so berühmt werden? Einst rettete sie Waisenkinder vor einem wilden Grabhorn, das sie über Stonehenge verbannte, im Süden Englands. Einmal hat sie einen zudringlichen schwarzen Magier bis nach Durmstrang verbannt. Aus den Alpen. Das ist vielleicht übertrieben, aber viele andere Geschichten über sie sind es nicht. Sag mir, wo ich hin muss. Ich sehe mal, was ich tun kann. Geh einfach zur Halle von Hera Deanna am Fuß des Turms für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dort findest du einige Depulso-Rätsel, hinter denen sich Teile von Hera Deannas Gewand befinden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich etwas finde. Ich freue mich schon auf Hera Deannas berühmtes Ensemble. Ich sollte nach der geheimen Halle suchen, von der Sophronia erzählt hat. Klingt interessant. Spielt keine Rolle. Das muss der Eingang zur Halle von Hera Deanna sein. Das ist sie. Die Halle von Hera Deanna. Dann finden wir mal diese Rätsel. Revelio. Schauen, ob Hera Deanna Byrne so gut war, wie Sophronia behauptet. Ach,
hier. Eine interessante Truhe. Das war nicht so schwer. Was kommt als nächstes? Revelio. Revelio.
hier.